Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Metalizer. Wir machen ein Unboxing der Get Digital Lootbox aus dem Januar. Wenn ihr Fragen zur Box habt oder wie gefällt euch die Box überhaupt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr eine eigene Lootbox wollt, schaut gerne den Link in der Beschreibung rein. Dort kommt ihr auf die Get Digital Seite rauf und könnt euch eine eigene Lootbox bestellen. Dazu sei gesagt, ich bestelle mir die Lootbox selber. Also es ist in dem Sinne kein Product Placement oder so, das ist halt meine freie Meinung und schon einfach rein. Viel Spaß mit dem Video und beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer. Oh, wir haben sogar eine neue Tasse. Es ist eine neue Tasse drin. Von The Walking Dead. Das ist Daryl ist da drauf. Genau, Daryl ist da drauf. Aber wir gucken mal eben, warte mal. Premium Color Large Glass. Ach, das ist ein Glas? Du hast ja, ist ja bald Valentinstag. Also, The Walking Dead Premium Colored Large Glass ist hier mit bei. Das ist die Lootbox aus dem Januar von Get Digital. Premium Colored Large Glass. Wunderschön. Wunderschön. Gefällt mir. Können Sie mal auspacken hier. Übrigens, wunderbar, also vielen Dank an dieser Stelle an Get Digital, die nämlich dafür gesorgt haben, dass ich die Lootbox doch noch wieder bekomme, weil Adresse war halt, also das war halt noch meine alte Adresse und die konnten, ich habe halt zwar rechtzeitig, also ich habe aus, dachte ich hätte rechtzeitig Bescheid gesagt, habe ich aber nicht. Deswegen ging die Lootbox noch in die alte Adresse, wo natürlich mir keiner Bescheid gesagt hat, dass irgendwie ein Paket da ist oder irgendwas. So. Nein! Oh mein Gott. Alter, da ist was drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Oh mein Gott. Du wirst das gleich so feiern. Nicht das hier, nicht die. Auch übrigens immer wieder gut hier, diese Transportfolie. Nein, Wunder, also vielen Dank, Get Digital, dass es so unkompliziert, dass ich es noch einmal zugeschickt habe, dass sie fertig gemacht hat. Und kein Styropor drin ist, genau. Wir haben hier noch ein wunderbares T-Shirt. Das ist, glaube ich, schön, das T-Shirt. Hier drauf. Classically trained. Also das ist quasi noch eine Hommage an die alten Nintendo wieder, Classically Trained. Wunderschönes Shirt, wunderschön. Gefällt mir, finde ich gut, danke. Dann haben wir hier General Anitope von aus Wonder Woman. Eine kleine Figur. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Geeignet, verschluckbare Kleinteile, Erstickungsgefahr. Adresse und Produktinformationen bitte aufbewahren. Also das ist General Anitope. Hier auch nochmal. Ich muss die Cam demnächst mal, also die hier das hinstellen nochmal. Auch sehr schön, vielen Dank. Das ist schön. Ich muss noch Regale hier anbringen in der neuen Bude. So. Das ist richtig, das andere Ding ist richtig cool. Da bist du gleich hier. Oh, Overwatch. Eine Overwatch, Overwatch Sticker. Niemand mag Overwatch. Also ich zumindest nicht. Das ist geil. Hier sind Aufkleber. Dieses Gerät ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut aktivieren, um das Gerät einzuschalten. Das sind hier so Aufkleber. Da gibt es mehrere Aufkleber von. Ach nee, Moment. Nein, wie geil ist das denn? Ich bin eher Fortnite. Dieser Spülmechanismus ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut Wasser, um den Spülvorgang zu aktivieren. Weil. Ja. Oder hier. Dieser Handtrockner ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut Luft, um den Trockenvorgang zu starten. Und. Dieser Seifenspender ist sprachgesteuert. Bitte sagen Sie laut Seife, um weitere Seife auszugeben. Und hier ist noch von Space Invaders ein wunderbarer Button, der eigentlich grün ist. Press Start steht hier drauf. Aber das Highlight kommt echt gleich. Da wird Julia, glaube ich, ausrasten. Ja, und hier ist noch ein Bonbon drin. Michalki Suvali. Biale, das ist irgendwie
Also Milchbonbon, denke ich. Ja, Julia wird gleich ausrasten. Weil es etwas richtig Cooles ist. Hier haben wir noch von DC Comics die Oshis. Da gibt es, das sind hier, das hat irgendwie das ist eine Überraschung hier, was hier drin ist. Find the Limited Edition Multicolor Batman. Ein Hidden Oshi. Also es gibt den Cyborg, Superman, Batman, Holobeam, Shazam. Okay, ey, vielleicht haben wir Glück. Und da ist die Limited Edition drin, der Colored Batman. Nein. Es ist Flash. Hier ist der Flash mit drin. So eine kleine Gummifigur. Ja. Okay, aber jetzt kommt das Highlight. Ach, das ist übrigens, das ist Carmen. Oh mein Gott. Es gibt verschiedene Abstufungen davon. Es gibt Common Rare, es gibt Common und Rare und halt eine Limited Edition. Das sind so Secret Boxen. Wahrscheinlich kostet eine Figur irgendwie keine 2 € oder so. Mann, gucken wir mal, aber es gibt halt eben dann auch die eine Rare Edition halt noch. Die krass. Es ist Monopoly in der Warhammer Edition. Warhammer 40k. Also einmal Monopoly. Weil ich Idiot, ich hatte Monopoly zurück in die Zukunft. Ihr erinnert euch bestimmt. Aber das liegt natürlich, wo auch immer es liegen sollte. Ja, ihr wisst, wo es liegt. Richtig cool. Richtig schön. Monopoly, die Box kostet, also die Get Digital Loot Box kostet, also richtig, richtig cool. Das ist ein richtig schönes, 25 Euro 12 Monats Abo, und da sind schon richtig fette Sachen mit dabei. Okay, ich habe das Heft zweimal. Danke. Ja, das Monopoly Warhammer kostet halt schon einiges. Achso, die Liste der schwarzen Mistel, noch ein kleines Buch. Yankee, hi, grüß dich. Na, alles fit, mein Lieber. Richtig, also das Monopoly ist halt schon krass. Das ist halt richtig, richtig fett. Wir gucken mal eben rein. Oh nein. Oh, Get Digital. Ich bin traurig. Es gab nämlich einen von 3 Gläsern und die anderen Gläser und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, also aus 1 von 3, dass ich das, dieses kriege, war halt eigentlich super gering, aber ich habe es trotzdem bekommen. Und zwar gab es 1 von 3 Gläsern zu Fallout oder The Walking Dead. Und ich habe natürlich das Walking Dead bekommen von Daryl, aber ich wollte Fallout haben. Okay, aber egal. Es ist trotzdem ein schönes Glas. Die Wonder Woman-Figur, die wir hier hatten, also diese schöne Figur hier, kostet 10 Euro, also 9,95. Das T-Shirt, Classically Trained, 17,95, richtig cooles, also das ist ein richtig cooles Shirt, finde ich, und die Qualität vor allen Dingen ist halt echt gut bei denen. Wie gesagt, ich werde auch nicht bezahlt dafür. Ich bezahle das Ding immer noch selber. Und die Helden, DC-Helden-Oshis, die wir jetzt auch dabei hatten, 3 Euro, 2,95. Wie groß ist das Shirt? Warte. Kannst du dir aussuchen. Was habe ich dir? XXL. Als ob, Marco. Sehe ich wie XXL aus? Ja. Wer sagt ja? Also wenn ich keine Hose an habe, vielleicht ja, aber... Okay, es war ein Spaß, sagt sie. Nein, also du kannst selber auswählen, welche Größe du haben möchtest. Also auf L, also S, M, L, XL, ja. Die Michalki Konfekt aus Polen. Das ist dieser wunderbare Bonbon hier. Da steht dann nochmal drin, was da drin ist. Zum Glück isst Julia die Dinger. Da ist nämlich jedes Mal was anderes aus einem anderen Land mit dabei. Der Geek-Button, Press Start, kostet 1,45 Euro. Loot-Geschichte Nummer 5, die Liste der schwarzen Mistel, okay.
Ach, oh, stimmt, wir haben das noch haben wir vergessen. Das Overwatch, diese Overwatch, Overwatch-Sticker, ups. Die Overwatch-Sticker 1,95, wir können gleich mal reingucken, wie die aussehen. Das Aufkleberset, dieses Voice-Command-Ding, 6 Euro. Ja, die sind halt auch cool, ne? Wobei, warte mal, ich glaube, die haben hier auch ein Doppelt reingelegt. Die Wasser ist nämlich nur einmal dabei. Es gibt nämlich noch, dieser Papierspender ist sprachgesteuert, bitte sagen Sie Papier, um weiteres Papier auszugeben. Hätte ich das Lootbox-Upgrade genommen, was ich nicht getan habe in diesem Monat, da wäre einmal eine Star Wars Käsereibe mit dabei gewesen und eine BB-8 Kuchenform. Jeweils für 15 bzw. 13 Euro. Und übrigens, also das Highlight in dieser Lootbox, ist das Monopoly Warhammer 40k 30 Euro. Ja. Also von daher eine super Lootbox im Januar. Hat schön, also das war eine echt. Die gefällt mir wirklich, wirklich. Ja, das war die Lootbox für den Januar von Get Digital. Was hat euch besonders gut gefallen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr mehr Unboxing-Videos sehen wollt von der Lootbox auch aus dem Februar, lasst es mir auch gerne in den Kommentaren wissen. Wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal sehr gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wie gesagt, die Lootbox, die war echt gut. Also hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier gibt es noch ein Video aus der Playlist und da sagt euch der YouTube-Algorithmus, was ihr denn jetzt noch schauen könnt. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.